Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Let's Play Foundation in unserem kleinen Wuseldorf-Städtchen. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen erweitert, das Territorium hier unten vergrößert, wo wir noch ein bisschen mehr Einnahmen generieren, so heißt es richtig. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir ein paar Dorfbewohner dazu bekommen, denn momentan sind alle rege beschäftigt. Ein Haus wurde das letzte Mal gebaut, was auch nur für eine Person irgendwie ist. Und ich habe ein paar Pläne so im Kopf, die ich gerne umsetzen wollen würde, aber momentan ist halt der Mangel an Dorfbewohnern da. Bedürfi ist wieder nach oben gegangen, wobei es immer noch mit den Häusern zu wenig ist, beziehungsweise, was ist das denn? Getränke oder was brauchen die? Kann natürlich sein, dass die gemeinen Neuankömmlingen. Guck, kann man hier irgendwie mal das von den Rängen her gucken? Neuankömmling, gemein. Schauen wir mal. Irgendwas haben wir es doch, glaube ich, gesehen mit den Förderungsstufen. Kann es natürlich sein, dass die jetzt schon zwei Dorfbewohner Bier benötigen, vielleicht. Oder die haben einfach nur Durst. Das kann auch sein, weil das Zeichen ist ja eigentlich, glaube ich, nur. Nee, stimmt gar nicht. Ja, gucken wir mal. Zwei Dorfbewohner sind da. Sehr schön. Geht das nach unten oder geht das nach oben? Es kann aber auch sein, dadurch, dass ich die Bärenproduktion momentan eingestellt habe. Na, gucken wir mal. Haben wir jetzt die Mission fertig? 30 Bären drinne, 29 Bären, okay. So, wenn die letzten Bären dann eingelagert wurden, wir haben jetzt zwei Dorfbewohner. Brot wird produziert, das Holz wird unten abgebaut, wir haben oben die Weizenfarm. Wir haben drei Marktverkäufer, das passt auch. Wir bräuchten eigentlich noch eine Holzfällerhütte. Beziehungsweise aber auch eigentlich normalerweise ein Forsthaus. Die Idee wäre jetzt, hier oben erstmal provisorisch den Holzfäller hinzusetzen, der das hier noch nebenbei wegmacht. Da kann man ja einen Holzfäller drinnen lassen, der wuselt dann alleine rum, der macht das schon. Und dann haben wir jetzt noch momentan einen frei. So, die Beeren können wir verkaufen. Sehr schön. Dann machen wir jetzt hier die Beerenproduktion wieder rein. Ich glaube, so werden wir das machen. Wir setzen jetzt hier noch einen Holzfäller hin. Den packen wir dahin. Drehen wir einmal rum. Der dann noch baut. Und der darf sich dann um das restliche Holz hier erstmal kümmern. Oder um die restlichen Bäume besser gesagt, dass die hier noch weggerodet werden. Dann können nämlich das andere Holzfällerlager sich da unten in Ruhe um die anderen Bäume kümmern. Bis die da weg sind. Die Frage ist halt auch, ich kenne es aus anderen Spielen, wo man zum Beispiel in Siedler 3 war, glaube ich, wo man gesagt hat, ein Forsthaus beschäftigt drei Holzfäller. So, jetzt hat man ja in ein Holzfällerlager drei drinne. Das ist die Frage, reicht ein Forsthaus für ein Lager oder beschäftigt ein Forsthaus zwei Holzfällerlager? Das müssen wir halt auch mal nice to know. Ja, von der Einnahme her sieht es gut aus. Protokoll, das haben wir auch gemacht. Ja, wir haben 200 Münzen sogar bekommen. Auch nicht schlecht. Was wäre denn jetzt unser nächster Schritt? Wir haben unsere Handelsroute ausgebaut. Bei denen können wir Brot verkaufen, Werkzeug verkaufen, Schwerter verkaufen. Okay, Holzfällerlager ist fertig, das ging auch schnell. Lass mal einen zu, der macht das da. Und dann werden wir diesen freien Dorfbewohner, wir haben jetzt noch, glaube ich, einen Arbeitslosen, ne? Ja, den setzen wir da erstmal mit rein. Dann haben wir da 3 von 4. Dass es da ein bisschen schneller vorangeht. Wir haben jetzt natürlich auch einen Haufen da eingelagert, muss man auch sagen. Wir haben jetzt in unserem Lager haben 57 Bretter, die gehen auch schnell weg, wenn man nicht aufpasst. 100 Steine, Kleidung ist drinne und 20 Werkzeuge, die wir benötigen. Wir halt auch mal die Überlegung, ob man ein zweites Lager baut, um dann nicht immer die Sachen hin und her zu schieben, weil ich weiß nicht, wie lange er hier arbeitet oder überhaupt arbeitet noch, der Steinmetz, wenn da 18 Steinblöcke drinne sind, aber das kostet halt alles wieder, sage ich mal, Steuern, so ein Gebäude, wenn du es betreibst. Okay, arbeitet noch nicht. Hier müsste ja eigentlich alles. Diese Woche nichts verkauft. Also Kleidung wird noch nicht so viel verkauft. Bin ich der Meinung. 5 Beeren werden hier verkauft. Und da
wurde auch noch kein Brot verkauft, okay. Na gut, sei es drum, ansonsten wird das ja eingelagert und dann bauen wir dann einfach oder verkaufen, das hoffentlich Gewinn bringt. Kleidung haben wir echt genug, ne? Aber kauft auch keiner. Da hätten wir. Okay, das ist 20 Brot. Also, dann machen wir das mal eben. Die Kleidung wird ja hier eingelagert, ja genau. So, dann machen wir das mal eben. Wir nehmen das Brot hier raus. Lassen die erstmal einlagern, bis die 20 Brot eingelagert sind. Dann verkaufen wir die 20 Brot und erschließen uns die letzte Handelsroute und können dort gewöhnliche Kleidung verkaufen. Weil wir haben jetzt 109 Kleidung drinne und hier ist er noch am Produzieren. Sieht man gar nicht. Doch, da. Produziert fleißig weiter. Schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp. Steinmetz arbeitet auch noch zum Glück. Sehr gut. Ich meine, essenstechnisch sieht das ja gut aus. Sie können ja, das können sich ja echt nicht beschweren. Dann kriegen sie Brot, Beeren. Was mit dem Brunnen? Der müsste ja normalerweise reichen, ne? Ein Brunnen. Ein Gesandter näher zu hören. Doof. So, jetzt hätte ich gerne vielleicht Bretter verkaufen. Für ein bisschen Gold. Würde ich mich freuen. Mal gucken, was er sagt. Eingelagert. Eingesandert. Wahrscheinlich Essen, oder? Auswärtsessen, ja super. Ja, mit Beeren ist so eine Sache. Jetzt haben wir beim letzten Mal erst Beeren verkauft. Ich meine, diesmal werden wir für uns alles behalten. Es war wieder schön, dass wir 200 Goldmünzen kriegen. Aber ich habe jetzt momentan die Brotproduktion unterbrochen. Und wenn ich jetzt die Beerenproduktion unterbreche, ich glaube, das lassen wir erstmal. Wäre halt auch die Sache, ob man jetzt überlegt, mal die Erweiterung mit dem Vogt anzugehen. Weil wir sind zwar noch auf die Mission angewiesen, aber nur einzelne sozusagen mit diesen Brettern, die wäre nicht schlecht, weil wir jetzt 71 Brettern haben. Die andere Sache ist, beförderungstechnisch würde ich jetzt eigentlich erstmal warten. Weil wir denen teilweise gar nichts bieten können für die Bedürfnisse, was sie haben möchten. Da wird schon kritisch, wenn wir jetzt diesen aus dieser Erweiterung, war das hier, den das Vogtbüro freischalten, ist das, glaube ich, so, man kann einen Vogt zuweisen und er findet Ressourcen vielleicht. Ne, guck mal, wir machen das einfach mal. Vogtbüro, Gebäudefunktion ist jetzt verfügbar. Wir schauen einfach mal rein, was das machen würde. So, große Halle. Vogtbüro. Erlaubt euch, einen Vogt zu benennen, welcher verschiedene Mandate für das Dorf erfüllen kann. Prunk von Gebäudeteilen 3 verstärkt die Wirkung durch 30% derzeit zugewiesen. Okay. Wir haben jetzt aber keinen freien Dorfbewohner. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also wenn wir vielleicht noch einen freien kriegen würden, könnten wir uns das immer, genau, perfekt, können wir uns das überlegen, da einen Vogt reinzumachen, weil ich bin auch der Meinung, dass wir denen dann noch explizit Missionen oder Aufträge zuweisen können. Und gucken wir einfach mal, wenn jetzt die anderen da sind. 10-mal Brot. Ist auch die Sache mit der Weizenfarm. Die haben jetzt das Feld. Wie groß kann man so eine Weizenfarm ziehen? Wäre das sinnvoller, bei 2 Bauern das einfach noch ein bisschen größer zu machen? Weil wenn wir jetzt das Erntefeld zeichnen, kann ich das wegklicken? Jetzt kann ich nicht wegklicken, muss ich zur Seite machen. So, wenn ich dieses Feld habe und ich würde das jetzt einfach mal so ziehen. Na, hier so rein, so zack. Guck mal, wir sind ja zu zweit. Vielleicht ist dieses kleine Feld denen zu wenig. Vielleicht, man weiß es nicht. So, 2 Dorfbewohner angekommen. Wir weisen jetzt einfach mal einen Vogt zu. Ach, wir müssen ja auswählen, okay. Dann haben wir jetzt 3 verschiedene. Einmal Brakeska, dann Welf und Ermengarda. Bonus wird gewährt. Handelsbonus 11% durch Loyalität des Dorfes. Wöchentlicher Lohn 5 Goldmünzen.
Handelsroute, wir haben auch alles dasselbe, ne? Kann das sein? Ist es jetzt egal, wie ich wähle? Ist die Frage, ne? Wählen wir die goldene Mitte hier? Ne, doch. So, zack. Okay, kriegt man Handelsbonus und jetzt kann man Mandat auswählen. Okay, ihr habt mir jetzt verschiedene Tage, also Mandatliste. Mein Herr, als euer Vogt habe ich eine Liste von Mandaten vorbereitet, deren Erfüllung ich überwachen könnte. Hier hat man die Kosten dafür. Da können wir Einfluss gewinnen für 25 Goldmünzen. Würde 30 oder was gewinnt Einfluss bei einem Stand? 30 Tage. Erkundung eines Mineralvorkommens 20 Tage. Was ist denn da jetzt? Boah, was ist da dran jetzt sinnvoller? Wir haben jetzt mehr Einfluss. Wir probieren einfach mal das aus. So. Sollen wir das mal machen? Ein bisschen Einfluss gewinnen. Vielleicht haben wir dann einen höheren Handelsbonus, den wir dann irgendwie nutzen können. Schauen wir mal. So, Rot haben wir jetzt genug da. Das heißt, jetzt können wir diese Handelsroute auch eröffnen. Hier setzen wir Brot wieder rein. Hat es uns jetzt eigentlich ein Dorfbewohner abgezogen oder wurde der einfach bei... Hat der Welf woanders gearbeitet? Man weiß es nicht. Naja. Okay, gucken wir mal, ob die jetzt hier das komplette Feld machen oder ob die irgendwann abbrechen. Er geht wieder rein. Kommt wieder raus. Geht zurück. Ich würde fast sagen, ich setze da mal noch einen rein. 3 von 3, ich wollte erst überlegen, ob ich beide reinsetze. Jetzt machen wir mal 3 von 3. Sind da genug? Und dann ist die Überlegung, ob man hier... Das ist dann halt auch, wenn dieser Bereich hier weg ist, und die jetzt hier runterlaufen, ist es natürlich auch wieder extrem weit zu laufen für die Holzfäller. Wenn ich das jetzt als Forstgebiet lasse, ja, das ist schon extrem viel Wald, da jetzt noch ein Forsthaus hinzusetzen. Puh. Das ist halt überall sehr viel Wald, ne? Den Vorteil hat man natürlich jetzt, dass hier noch mit Holz gefällt wird. Ich glaube, das ist schwierig, ganz ehrlich. Wenn Sie überlegen, ob ich entweder einen als Träger zuweise oder einen Holzfäller mache. Wir haben jetzt aber 51 Holzstämme, die wir verarbeiten können. Wir gucken erstmal, wir haben jetzt die Handelsroute eröffnet. Wir wollen nämlich jetzt auch eventuell Brot verkaufen. Ne, Kleidung wollen wir verkaufen. Wir haben jetzt 156 Kleidung. Das heißt, wir verkaufen, würden gerne diese verkaufen bis zum Stand von, machen wir mal 50, ne? Kann ich auch draufbleiben? Ja, kann ich auch. So. So, 50. Dann haben wir das. Verkaufen wir diese. Er nimmt noch Fisch, er nimmt noch Honig, er nimmt ein Fass, haben wir nicht. Da verkaufen bis zum Wert von, was haben wir gesagt, 10, 15. Dann soll das eigentlich erstmal so gewesen sein. Da haben wir jetzt nur 2 von 3 drin, wir haben aber 59 Bretter. Bretter hat auch keiner, hat irgendjemand Bretter gekauft? Ja, hier eher. Wir haben jetzt 63 Bretter. Und verkaufen... Verkaufen wir überhaupt irgendwelche Bretter? Wo sind sie denn? Ich habe sie gerade irgendwo gesehen. Verkaufen bis zum Wert von 15. 20. Steine. Steine will auch keiner, oder was? Ne, Steine will keiner, okay. Gut, wie sehen die Bedürfnisse aus? Es fehlt halt immer noch an einer Wohnung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Haben wir jetzt... Alle? Ne, wir haben noch einen Arbeitslosen haben wir noch dabei. Gut, es geht eigentlich gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt so
produktiv toll ist, was wir da machen, mit diesem ganz weiten großen Feld. Schauen wir mal. Deswegen würde ich sagen, den einen würde ich... Wo setzen wir den dann hin? Das ist schwierig. Eieiei. Was wäre denn für uns sinnvoll, als nächstes zu bauen? Wir haben ja eine Kühlerei, wo wir aus Holz... wo wir aus Holz Kohle herstellen könnten. Würde uns aber 20 Werkzeuge kosten. Eine Kühlerei. Was hätten wir jetzt von einer Kühlerei? Wir könnten hier Milch produzieren. Da könnten wir Käse machen. Kauft jemand Käse von euch? Nee, kauft nicht wirklich. Zwei Dorfbewohner sind jetzt wieder dazu gekommen. Wir haben halt auch noch keine Mineralien irgendwo, wo man sagen könnte, in diesem Bereich gehen wir mal rüber. Deswegen, ich möchte eigentlich ganz gerne erstmal runter ans Wasser gehen, um die Fischereihütte zu bauen, aber die können wir wahrscheinlich auch nicht bauen, weil wir, genau, uns fehlen Leibeigene. Wie viele Leibeigene haben wir denn? Wir haben 8. Wir brauchen 20, okay. Das heißt, wir müssen dann auch bald wieder zurückgehen auf, wenn der Vogt zurück ist, nach 30 Tagen wahrscheinlich dann, dass wir befördern können. Oder man baut 2 Herrenhäuser. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Wir gehen einfach mal in diese Richtung. Wenn wir jetzt gleich die 500 erreicht haben, schauen wir mal. Hoffentlich. 2 Dorfbewohner ist angekommen. Drücken wir ganz kurz Pause. Und hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie in diesem Bereich Mineralien finden. Da werden wir dann den Vogt beim nächsten Mal hinschicken. Dann hat sich unser Plan schon wieder geändert. Und nicht schlecht. Und wenn die Fischehütte noch braucht, bringt uns ja auch nichts. Die Frage ist auch, wenn man dann oben in der Nähe vom Berg ist, ob man dann irgendwie automatisch auch Ressourcen entdeckt oder ob das halt nur passiert, wenn der Vogt irgendwann mal losgeschickt wird. So, wir haben jetzt 3 neue Dorfbewohner. Macht es denn Sinn, dann noch einen zweiten Bäcker reinzutun? Die sind alle fleißig. Dauert halt noch ein bisschen. Oder, wie wir schon allgemein vorhatten, oder vorher vorhatten, ich setze jetzt hier einfach noch eine Farm, zum Beispiel hier hin, und lasse die hier runterbauen. Bis dahin geht das, okay. Hier baut so sowieso keine Häuser. Wenn wir jetzt hier einfach hier noch eine Weizenfarm hinsetzen. So, was kostet uns die? 10 Holz, 20 Bretter, das haben wir. Drehen wir das mal um. So. Machen wir uns hier schön akkurat das Gebäude da so hin. Direkt daneben. Oh, uns fehlen 75 Goldmünzen. War mal wieder zu gierig. Müssen wir ganz kurz warten, dass hoffentlich da unten was gekauft wird. Deshalb können wir mal einen Schluck Kaffee trinken. Also dann kauft keiner was. Plus 71 und wir haben trotzdem kein Geld. Sind heute nicht so kauffreudig unterwegs. Okay, dann müssen wir halt warten, oder? Ich mache alle keine Pause. Ne, dann warten wir. Okay, dann hat sie es erstmal erledigt. Achso, das kann man hier so lassen. Cool. Das ist ja nicht schlecht. Okay, dann kann man da später einfach draufklicken. 3 freie Dorfbewohner. Diese 3 würde ich dann gerne in die nächste Weizenfarm reinsetzen. Dann ist diese dann auch komplett besetzt. Naja, holt mal ein bisschen Verkaufs... Wo sind die denn alle? Mal alle Pause hier. Naja. Da kommt der Trader wieder. Vielleicht kauft er ja gleich was. Dann hat sich das auch erledigt mit der Geldknappheit. Ist auch die Frage, ob sich das bemerkbar macht. Sprachfasching ist wieder da. Sehr schön, dass wir jetzt 2 Territorien dazu gekauft haben. Mit diesen 50 plus Steuereinnahmen. Und man merkt natürlich, dass dadurch, dass man jetzt 3 Handelswege hat, dass man... Wow, das ging aber fix. So, dann bauen wir das mal. Fertig. 77 Einnahmen. Nice. Da kommen die 3 dahin. So ist es auch. Kann ich jetzt schon das Feld zuweisen? Gucken wir mal.
Nee. Okay. Baumeister haben auch 3 von 3. Da unten wird der Wald noch gerodet. Das wäre schon mal weiter, ne? Weil die sind ja bald auch fertig. Habe ich das Richtige gemacht? Ja. Ich glaube, das ist nicht so problematisch, dass dadurch, dass wir jetzt noch den zweiten Holzfäller in der Nähe haben. So, okay. Da könnte man dann einfach, sage ich mal, eventuell noch einen dazusetzen und da den Wald wegroden. Da kann man diese lange Wege von hier noch kompensieren. Ja, Dörfi sieht gut aus. Das einzige Problem ist halt diese eine Hütte da. Wie lange ist denn noch unterwegs? Sieht man das noch hier? Welf wird umwoben von Arbeiterschaft. Wo ist er denn? Okay. Hä? Nicht, dass du uns abhaust, du. Ich bin mal gespannt, wann der zurückkommt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Einmal drehen. Wo sind wir denn jetzt? Hilfe, Hilfe. Toll. Wir machen das mal ganz einfach. So, Dankeschön. Wow. Wo Welf sich wieder rumtreibt, ist ja Wahnsinn. So, die Ressourcen oder beziehungsweise die Sachen haben wir ja alle, ne? 20 Bretter sind da, 10 Werkzeuge sind da, da ist das auch fertig. Sieht das gut aus. Und schon stockt es wieder ein wenig, weil ich die 3 Dorfbewohner jetzt dafür eingeplant habe. Aber wollen ja nicht beschweren. Haben jetzt immerhin schon 33, die in unserem Dorf rumwuseln. Wo halt es, Wohngebäude technisch sehr mau aussieht, sag ich mal. Hier, wenn die hier alle drin wohnen können, weil hier können ja nur 6. Ne, hier können nur maximale Kapazität 6. Hier wohnen nur 2 drinne. Hier haben wir 6. Hier wohnen 6 Stück drinne. Hier haben wir 2 und da wohnt nur einer drin. Okay. Komisch. Wahrscheinlich auch vom Rang technisch, dass die vielleicht vom Rang höher sind. Das kann natürlich auch sein. Wir haben schon wieder 386 Goldbeeren. Sieht ein bisschen mau aus, aber momentan haben wir einen Lauf. Also man ist, glaube ich, von 6 Dorfbewohnern, die hier vorbeigekommen sind, haben sich alle 6 angeschlossen. So, dann kommen die 2. Die 2 wäre ich... Ja, wo setzen wir die rein? Sinnvoll wäre, das auf jeden Fall noch einen eventuell da reinzusetzen. Also ich zeige hin da rein. Ich meine eigentlich in das Holzfällerlager. Ist auch gut, ich zeige einfach hin. Wenn wir 500 Gold haben, nehmen wir dieses Gebiet hier erstmal uns an. Dass wir da ein bisschen die Wälder hier mit wegroden. Dann können die da in Ruhe das hier wegmachen und wir roden dann da oben. Ja, gucken wir mal. Müsste dann dabei da sein, da kommen sie auch. 397. Muss natürlich auch ein bisschen Auge behalten. Dadurch, dass wir jetzt mehr Dorfbewohner kriegen, werden die Ressourcen auch schnell weniger. Das heißt, brottechnisch müssen wir irgendwann mal schauen, dass wir noch einen zweiten Bäcker reinsetzen. Wir werden dann 4 Weizen haben. Beeren, wo sind denn noch Beeren? Dass man mal irgendwann eine zweite Sammlerhütte irgendwo hinbauen kann. Das sieht aber hier... Da hinten ist noch ein Strauch. Huch. Aber hier ist überall nichts, außer es ist vielleicht unter Bäumen versteckt. Naja, sei es drum, weil wir haben nur noch 15 Beeren. Ein bisschen wenig. Wir müssen doch hier eigentlich genug drin haben. Ja, wir haben nur 2 von 3. Okay, dann setzen wir da mal einen rein. Das habe ich ganz vergessen. Es kann aber auch sein, dass das Welf ist, der da rausgezogen wurde. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Warte mal, ist hier Welf irgendwo? Der ist doch Welf, ne? Welf. Kann man da seine... Er ist traurig. Ich umwerbe Arbeiterschaft. Ist das vielleicht deswegen, dass sich so gut die Leute anschließen, dass wir ihn weggeschickt haben? Das kann natürlich...
also ich weiß nicht, ob es jetzt, das wäre jetzt einfach so eine Idee, so eine Überlegung, dass es an ihm liegt, dass wir jetzt so gut neue Dorfbewohner rekrutieren, bei Welf unterwegs ist. Aber warum ist er dann bitte traurig? Das verstehe ich nicht. Dringlichkeit, hi, was? Alles ist gut. So, dann haben wir da jetzt hoffentlich dann... Ah, mit den Bären, das sieht doch echt mau aus. Dann 3 von 4. So, wie viele Arbeitslose haben wir jetzt? Ich verliere da leicht immer den Überblick. Diese drei nehmen wir für die Weizenfarm. Jetzt haben wir einen noch, der eventuell ins Holzfällerlager reinpacken. Oder, wir haben 87 Holzstämme. Den setze ich vielleicht als Träger erstmal ein. So. Tschüssi. Die 500 Gold bekommen wir momentan jetzt nicht so ran. Wobei auch Stoff nicht irgendwie gekauft wird, ne? Oder wir produzieren so gut Stoff. Oder besser gesagt Kleidung. Wie viel verkaufen wir denn hier? Nichts verkauft. Kann natürlich auch sein, dass wir vom Rang technisch überhaupt keine haben, die die Kleidung kaufen möchten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Würde es Sinn machen, noch ein zweites Herrenhaus zu bauen, wo man Leute befördern kann? Weizenfarm ist fertiggestellt. Okay, kümmern wir uns erstmal darum. So. Die Anbaufläche. Machen wir dann hier dasselbe Spiel. Ziehen wir einmal hier lang. Die können sich da ruhig austoben. Und das ziehen wir einfach mal hier. Das können. So. 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 Und dann weiß man da. Dorfbewohner zu. So, jetzt der Gedanke mit dem Herrenhaus, weil wir könnten ja dann einmal mit dem Vogt, wir könnten Vogt wegschicken, wir könnten diese Schatzkammer zusätzliche Wartungskosten, aber unsere Kapazität an Goldeinnahmen wird erhöht, fördern müssen. Was kostet uns dann nochmal das Herrenhaus? Oder können wir nur eins bauen? Wir haben 500 Gold. Moment. Kann ich das jetzt hier noch mit dran setzen? Das wäre ja... Aber macht das denn Sinn? Mehrere Herrenhäuser zu haben? Kostet uns nur Steine und Bretter. Ich probiere es einfach mal aus. Kann auch ein Fehler sein. Setz mal hier mal schön mit dran. Oder setz, nee. Wir machen es mal ein bisschen, ups, wir machen es ein bisschen auseinander. So. Die Herrenhäuser mit ein bisschen Abstand, aber ich weiß nicht, wie es mit der Erweiterung aussieht da. Und, achso. Mit einem Eingang hier vorne. Okay, so, dann haben wir 500 Gold und die wollten wir jetzt als nächstes hier reinstecken. Und dann können wir wieder laufen lassen. Damit ich ja dann auch mal anfangen kann, unsere Dorfbewohner ein bisschen zu befördern, weil wir brauchen ja auch noch eine gewisse Stufe, damit die dann auch unsere Kleidung kaufen, weil wenn ich jetzt jedes Mal einen habe, wo eine Kleidung verkauft wird, das war gut und schön, aber das bringt uns halt auch nicht viel. Und so viel Kleidung wird uns hier nicht abgekauft. Dann erweitern wir gleich mal die Abbaufläche. Hier rüber. Dass das hier alles frei gemacht wird. So schade, dass wir keinen zweiten Bärenbusch irgendwie in der Nähe haben. So. Eine zweite Sammler. Ja, wobei, dann wird es wahrscheinlich auch lagertechnisch dann irgendwann ziemlich mau aussehen. So, arbeitet ihr schon oder macht ihr momentan Pause? Also die drei sind hier oben nicht am Wuseln. Da
werden wir auf jeden Fall die große Halle bauen, würde ich sagen. Dass wir mit der Gesandten vorbeikommen, dass wir fördern können. Steine und Bretter, ich meine, das ist jetzt nicht so ein Aufwand. Ich meine, da kann man davon von jedem eins bauen. Später noch dann irgendwie, dass man mehr Gold einlagern kann. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil dann muss ich mal auf Pause drücken, wenn ich mal einmal drüber bin. Das wäre ich dann eventuell, wenn wir dann hier erweitern. Wenn wir hier erweitern für 500 Gold, könnte ich ja dann das eine da rechts neben unser erstes Herrenhaus setzen. Naja, gucken wir mal. Erstmal das andere Gebäude setzen. Hoffentlich funktioniert das so und gibt keine Fehlermeldung. Sind alle beschäftigt, sehr schön. Wow. 4 Dorfbewohner. Jetzt geht's ja noch nach vorne. Nach oben, würde ich sagen. Wie sieht's denn ressourcentechnisch aus? Wie viel haben wir denn jetzt von jedem? Wir haben jetzt 7 Beeren haben wir noch. Goldmünzen, ja okay. Weizen 7. Wolle 46, wir haben Mehl 32, Brot 30, Stoff 34, Kleidung 189, 91 Holzstämme, 130 Stein, Bretter haben wir 61, 49 Blöcke, okay, und 20 Werkzeuge. Ich bin froh, wenn wir irgendwann mal Werkzeug selber Produkte herstellen können. Können wir vielleicht noch ein Sägewerk erstmal stecken. Aber gut, ich würde sagen, ich sehe es gerade schon wieder hier im Augenwinkel. Wir sind schon über die halbe Stunde drüber. Und das werden wir beim nächsten dann angehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es mit dem Herrenhaus kein Fehler ist und dass uns das ein bisschen weiterhilft, was uns dann so, sage ich mal, den Ausbau unseres Dorfes voranbringt. Dass wir einfach ein paar befördern, weil wir haben ja momentan das Problem, dass wir zu wenig Leibeigene haben. Und dadurch, dass wir aber auch zu wenig Gemeine haben, ist halt auch, weil die andere sagt, die bauen natürlich andere Gebäude, oder das müssten ja eigentlich von selber irgendwie sich hoffentlich drum kümmern. Müssen wir dann gucken, dass wir dann halt auch ein bisschen mehr Brot verkaufen. Vielleicht schalten sich noch andere Sachen dann frei, wenn wir mehr Leibeigene oder Gemeinen haben. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ansonsten ein bisschen Auge mit drauf werfen mit dem Holz, was wir hier unten haben. Hier drüben haben wir erstmal genug, aber das ist dann alles Zukunftsmusik, wie ich so schön sage. Herrenhaus ist fertig, das machen wir eben noch. Da setzen wir jetzt noch die... Ist das das? Große Halle rein. Fertig. Und diese andere Halle mit dem mit der Schatzkammer kommt dann hoffentlich bald in Zukunft auch. Oh, hier, guck mal, was hier los ist. Alter Schwede. Also wir haben jetzt echt langsam ein Problem an Mangel an Beeren. Auch nicht schlecht. Dadurch, dass wir jetzt so viele Dorfbewohner hier haben. Aber das Gold kommt auch rein. Das freut mich riesig. Es wird hier rumgewuselt ohne Ende. Sehr schön. Macht auf jeden Fall sehr Spaß und ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst mir gerne Feedback da, über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Freue mich immer riesig, wenn ich es gemacht habe. Dann abonniert mich, verpasst kein Video mehr auf meinem Kanal. Ich wünsche einen schönen Tag, morgen, Abend, je nachdem, wann es wieder schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.